Diese Addiermaschine von Charles Xavier Thomas de Colmar wurde 1849 patentiert. Thomas ist bekannt für seine vier Spezies Staffelwalzenmaschine, das Arithmometer, welches er sehr erfolgreich vermarktete. Die ersten Ideen dazu finden sich in einem Patent von 1820. Doch erst um 1850 war das Arithmometer reif für die Serienproduktion. In seinem Patent von 1849 findet sich neben der Vier-Spezies-Maschine auch eine kleine Additionsmaschine, die wir im Detail betrachten. Charles Xavier Thomas de Colmar wurde am 5. Mai 1785 in Colmar, Frankreich, geboren. Während seiner Dienstzeit als Versorgungsinspektor in der französischen Armee musste Thomas viele Berechnungen durchführen. Das brachte ihn auf die Idee zum Arithmometer. Nach einem kurzen beruflichen Abschnitt in einem Versicherungsunternehmen strebte er die Selbstständigkeit in eben jener Branche an, um dort eigene Ideen und Konzepte frei anwenden zu können. 10 Jahre später gelang ihm die Umsetzung seiner Bestrebungen mit der in Frankreich erfolgreichen Brandversicherung Le Soleil. Im März 1870 verstarb er im Alter von 84 Jahren. Die hier animierte, wendeläufige Addiermaschine besteht aus 2 Messingplatten, zwischen denen die innere Mechanik liegt. Die Schatulle wurde aus Mahagoniholz gefertigt. Auf der Oberseite sind die bereits gezeigten, sternförmig gestalteten Einstell- und Ergebniswerke sichtbar. Die Sternform wurde in das Messing eingraviert. In der Mitte eines jeden Sterns ist der Einstellhebel befestigt. Bei Drehung der Hebel im Uhrzeigersinn findet eine Addition statt. Mit gegenläufiger Umdrehung kann subtrahiert werden. Die Ziffernscheiben aus Pergament, die durch die Aussparungen in der Deckplatte sichtbar sind, tragen mit Tinte aufgemalte Ziffern. Es sind zwischen den einzelnen Sternmustern je 2 kleine Löcher zu erkennen. In einem befindet sich eine Zwischenwelle, das andere war wohl eine Fehlbohrung, da es nicht benutzt ist. Auch in der Bodenplatte finden sich solche Fehlbohrungen, die darauf hindeuten, dass es sich bei dieser Maschine um einen Prototypen oder ein Einzelstück handelt. Um die Funktionsweise besser verstehen zu können, wird nun die Holzschatulle entfernt. Von der Seite können bereits die einzelnen Bauteile erkannt werden, da die Deckplatte nur mit 5 Distanzhaltern mit der Bodenplatte verbunden ist. Diese Distanzhalter sind durch Löcher in der Bodenplatte gesteckt und dort mit konischen Stiften fixiert. Diese konischen Stifte sind an der einen Seite dicker als an der anderen, sodass sie nicht herausfallen können. Die aus der Bodenplatte herausragenden Distanzhalter dienen auch als Standfüße der Maschine. Um alle Teile genau betrachten zu können, werden daher nun besagte Stifte entfernt. Weiter müssen auch die Einstellhebel abgenommen werden, da diese von oben aufgesteckt sind, sodass die Deckplatte nun entfernt werden kann. Es ist ersichtlich, dass alle Bauteile handgefertigt sind und sich alle etwas voneinander unterscheiden. In der Ansicht der Maschine von unten sind dieselben Fehlbohrungen der Zwischenwellen wie auf der Oberseite zu erkennen. Darüber hinaus finden sich auf der Bodenplatte auch noch weitere ungenutzte Löcher. Im Inneren sind jeweils 3 Baugruppen repetitiv an den 6 Stellen zu finden, die im Folgenden einzeln erläutert werden. Beginnend mit dem wichtigsten Bauteil, der Ziffernwelle. Von oben nach unten besteht sie aus mehreren Komponenten. Dem bereits außen gezeigten Einstellhebel, der Ziffernscheibe, welche inklusive ihrer Halterung nun ebenfalls ausgeblendet wird, sowie 2 Zahnrädern. Das obere, sternförmige Zahnrad, hier in Rot dargestellt, ist das 10-zackige Übertragszahnrad. Es hat 2 wesentliche Funktionen. Zum einen nimmt es einen Zehnerübertrag an, sobald eine Zwischenwelle dieses Rad anstößt. Zum anderen wird mit Hilfe dieses Zahnrads durch eine Positionierungswippe sichergestellt, dass eine Zahl nicht nur teilweise in der Aussparung der Deckplatte sichtbar ist. Das untere, orangefarbene Zahnrad mit 48 Zähnen ist im ständigen Eingriff mit dem baugleichen Übernahmezahnrad der Zwischenwelle, welches nachfolgend betrachtet wird. Jede Drehung der Ziffernwelle, sei es durch Einstellung des Nutzers oder Übertrag, dreht somit auch das Übernahmezahnrad der Zwischenwelle. Die zweite Baugruppe besteht jeweils aus der hellblauen Wippe, die in die sternförmigen Zahnräder eingreift, sowie der blauen Spannfeder, die die jeweilige Wippe in Position hält. Da die Maschine von Hand hergestellt wurde, sind die einzelnen Wippen und Federn an jeder Stelle unterschiedlich geformt. Die Wippe rastet das zugehörige sternförmige Zahnrad und sorgt somit für eine korrekte Zahlendarstellung im Ergebniswerk. Die Zwischenwelle besteht aus 2 Teilen. Dem gelben Übernahmezahnrad sowie dem türkis gefärbten Einzahn, der mit einer gewissen Distanz zum Übernahmezahnrad auf der Welle befestigt ist. Dieser ist für den Zähneübertrag verantwortlich, der beim Übergang von 0 nach 9 oder vice versa entsteht. Durch den ständigen Eingriff des Zahnrads der Ziffernwelle in das Übernahmezahnrad der Zwischenwelle wird eine Bewegung unmittelbar übertragen. Der Einzahn auf dieser Zwischenwelle ist so positioniert,
dass er bei Ziffer 9 auf das sternförmige Zahnrad der nächsthöheren Stelle trifft und dieses bei der Bewegung auf Ziffer 0 um einen Zahn, also eine Stelle, weiterdreht. Somit wird ein Zehnerübertrag ausgeführt. Zu beachten sei dabei, dass die Einzähne und sternförmigen Zahnräder immer abwechselnd tiefer und höher angeordnet sind, sodass je nur der Einzahn der rechten Zwischenwelle in das sternförmige Zahnrad der nächsthöheren Stelle eingreifen kann. Somit kann kein unbeabsichtigter Übertrag anstehen. Auffällig ist weiter an den ersten beiden Stellen, dass der Einzahn eine Ankerform statt einer länglichen Form aufweist. Dies ist vielleicht durch die höhere Kraft zu begründen, die für einen Übertrag über alle Stellen nötig ist. Die soeben gezeigte Funktionalität entspricht direkt auch der Addition. Die Drehung der Ziffernwellen zur Einstellung des ersten Summanden erfolgt von der kleinsten, also rechten Stelle aus. Das entspricht der Addition zu 0. Bei diesem Einstellen korrigieren die Wippen ständig mithilfe der Spannfeder die Position der Ziffernzahnräder. Wird dann eine zweite Zahl übertragen, somit also ein zweiter Summand addiert, findet das Zusammenspiel mit der Wippe ebenso statt. Zusätzlich werden bei eventuell anfallenden Zehnerüberträgen die Einzähne der Zwischenwellen in die Sterne der links befindlichen Ziffernwellen eingreifen und den Übertrag verarbeiten. Zum besseren Verständnis wird nun noch ein konkretes Beispiel gezeigt. Zuerst wird die Zahl 57 eingestellt, also zu 0 addiert. An der einer Stelle wird der Einstellhebel um 7 eingravierte Punkte des Sterns im Uhrzeigersinn gedreht. Dann kann an der 10er Stelle der Einstellhebel um 5 Punkte gedreht werden. Der erste Summand ist nun eingestellt. Für die zweite Zahl, 68, muss der Nutzer an der einer Stelle nun 8 Punkte weiter im Uhrzeigersinn zählen. Währenddessen geschieht dann auch ein Übertrag auf die 10er Stelle. Nun muss noch die Zahl 6 an der 10er Stelle eingegeben werden, indem der Nutzer 6 Punkte abzählt und den Einstellhebel um diese Anzahl weiter bewegt. Erneut erfolgt ein 10er Übertrag und das Ergebnis 125 ist ablesbar. Da die Maschine keinerlei Rücksetzmechanismen besitzt, muss von Hand an jeder Stelle die 0 in das Einstellwerk übertragen werden. Dafür kann jede Ziffernwelle in subtraktiver Weise gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Mit der Maschine kann ebenso auch mehrstellig subtrahiert werden. Zunächst wird der Minuend 132 wie zuvor bei der Addition eingestellt. Bei der Übergabe des Subtrahenten 84 wird die Einerstelle mittels Einstellhebel um 4 Punkte gegen den Uhrzeigersinn gedreht und somit subtrahiert. Dabei erfolgt ein Zehnerübertrag in subtraktiver Richtung. Die Ziffer 8 an der Zehnerstelle wird ebenso übertragen und abermals tritt ein Übertrag auf. Das Ergebnis der Subtraktion lautet 48. Die zuvor gezeigte Berechnung wird erneut durchgeführt. Allerdings liegt das Hauptaugenmerk nun auf dem subtraktiven Zehnerübertrag im Inneren der Maschine. Der Minuend 132 ist bereits eingestellt, es fehlt also noch der Subtrahent 84. Der Nutzer dreht, wie zuvor gesehen, den Einstellhebel um 4 Stellen gegen den Uhrzeigersinn, wobei der negative Übertrag stattfindet. Der Nutzer muss dann an der 10er Stelle noch 8 subtrahieren und dabei einen weiteren Übertrag auslösen. Die 100er Stelle bewegt sich von 1 auf 0. Zuletzt soll noch die Addition 999.999 plus 1 gezeigt werden. Es wird also an der einer Stelle eine 1 addiert, sodass sich ein Übertrag über alle Stellen hinweg kaskadierend fortsetzt.